Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und da ist Flupsi, der fluffige Delfin. Ja, sieht man, dass ein Delfin ist? Ich weiß es nicht. Er ist, ja, er dreht sich gerade im Kreis, ne? Es ist eine Statue. Und die habe ich mal gebaut und hier oben drauf gesetzt. So sieht er aus. Flupsi oder Flapsi oder Tripsi oder keine Ahnung. Der Delfin. Nein, ist ein Delfin. Eine Delfinstatue oben auf dem Sockel von dem, ja, von diesem Pavillon. Und ihr seht auch schon da hinten, der Turm, der ist auch ein bisschen weiter gewachsen, aber nicht viel. Aber innen hat sich einiges getan, da gehen wir gleich mal hin. Ich habe nämlich, wir gehen mal runter. Moment, ich kann diesen Baum gleich fällen, der ist eh nicht so schön. Dann kommt er gleich weg. Was nicht schön ist, kommt weg. Nein, das ist ja nur Nutzholz hier. Ja, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Folge. Denn ich nehme jetzt ja, wie ihr wisst, immer ein paar Folgen hintereinander auf. Damit ich ein bisschen mehr Zeit habe für alle anderen Dinge. Und mehr von den anderen Krams machen kann. Ich hoffe, das ist positiv auch für euch Minecrafter. Ja, gut. Denn ich denke mal, ihr guckt ja auch andere Sachen. Bestimmt, ne? Und außerdem muss es ja vorangehen hier an der Baustelle, ne? Bei der Annie geht es straff weiter und auch am Kolosseum wird gut gearbeitet. Hinten an der Nekropole, habe ich gesehen, wird auch ordentlich gearbeitet. Und mir wurde auch schon berichtet, oh, hier habe ich ein paar Eichenbäume gepflanzt. Jetzt haben wir gleich 11 Setzlinge rausgekriegt. Also das muss alles weg hier, die ganzen Bäume, ne? Da geht es auch straff weiter. Und mir wurde berichtet, dass die Goldspitze von der Pyramide wieder weggenommen wurde. Und dafür eine normale Sandsteinstufenspitze drauf gekommen ist. Wir müssen da unbedingt mal hin. Aber jetzt muss ich euch einmal zeigen, was alles so passiert ist. Also, natürlich ist dieser wunderschöne Delfin da oben entstanden. Der jetzt hier die Bootsabfahrt sozusagen krönt als Statue. Die besonders aus der Ferne ganz gut wirkt, denke ich mal. Könnt ihr mal schreiben. Dann habe ich hier weitergemacht. Das machen wir jetzt auch gleich mal ein bisschen noch fertig. Da fehlt nämlich noch einiges. Da fehlen noch Stufen und noch Lampen auch, ne? Ah ja, Lampen, genau. Die Lampen sind noch nicht ganz fertig. Wo habe ich denn noch? Redstone hatte ich doch irgendwo noch. Da. Hier ist noch Redstone. Gut, packen wir hiervon mal was zurück. So viel brauchen wir nicht. Aber ein bisschen was sollte es schon sein. 63 ist eine komische Zahl. Warte mal, ich habe hier noch zwei. Das ist gut. 64. Das sind 64 ist eine sehr, sehr gute Zahl. Dann habe ich ja auch noch... Wo habe ich denn die jetzt hingepackt? Hier, ne? Dann habe ich hier noch 64 davon. Und dann brauche ich eigentlich nur noch 64... Ah, nee, Quatsch. Sensoren habe ich ja genug. Blödsinn! Blödsinn, sagte der Mann. 64, ich brauche noch... da, hier die Dinger. 51 Reichmasse. Für Redstone-Lampen, wisst ihr? Da kommt ja immer ein so ein Plöpel in die Mitte. Und dann wird das hier so ein bisschen aufgeteilt. Dann haben wir noch 16 Stück. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Damit kommen wir ganz gut hin. So, das kann ich auch hier auch mal aus der Endertruhe rausnehmen. Das muss hier eigentlich nicht rumoxidieren. Das kann auch hier in die normale Ressourcentruhe. Ja, jetzt seid ihr natürlich gespannt, was da... vielleicht seid ihr jetzt gespannt. Ach, guck mal, ist hier auch schon voll. Ach, guck mal. Ja, ja, packen wir hier noch ein bisschen was rein. So, das Zeug werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Diese Magma-Blöcke für den Turm. Denn ich habe mit meinem Bruderherzen über die Türme gesprochen. Der ja jetzt ein Papagei ist, wisst ihr ja. Kennt ja wahrscheinlich die ganze Geschichte. So, das sollte reichen. Kennt ja wahrscheinlich die Geschichte. Und der Kalif hat ihm gegenüber noch einen Wunsch geäußert. Und zwar hat der Kalif eine sehr, sehr seltene Sammlung. Na, so als Kalif hat man ja viel Zeit und viel Einfluss auch. Und da kann man natürlich so einiges machen, was ein normaler Mensch nicht macht. Und so hat der Kalif auch eine Sammelleidenschaft. Und mit dieser Sammelleidenschaft hat er seine... Wo habe ich die? Da. Die da. Mit dieser Sammelleidenschaft hat er seine Magier beauftragt, für ihn etwas zusammenzustellen. Oder, ne? Aufgrund dieser Sammelleidenschaft. Und das haben die Magier auch gemacht. Und so ist eine einzigartige Sammlung entstanden. Mein Bruder wollte noch nicht so richtig rausrücken damit, was es ist, weil es wohl auch, ja, nicht illegal, aber es ist schon auch ein wenig gefährlich, die Sammlung, die er da hat. Und einzigartig auf jeden Fall.
Und ja, es ist also halb legal, ne? Also als Kalif kann man das schon machen, sich so eine Sammlung zulegen. Aber für normalen Menschen wäre das streng verboten und da würde man wahrscheinlich sogar in den Kerker für kommen, wenn man so etwas zu Hause im Wohnzimmerschrank stehen hätte. Nun ist diese Sammlung nicht gerade klein. Über 40 verschiedene Exponate, die der Kalif da von seinen Magiern hat herstellen lassen. Und die müssen irgendwo untergebracht werden. Momentan war, oder sie, nee, momentan nicht. Sie waren noch in Emeraldien. Ja genau, in Emeraldien. In Diamantia, der Hauptstadt von Emeraldien, hat er sie in seinem Hauptpalast gehabt. Und das will er aber nicht mehr, weil er meinte wohl, dass es in Emeraldien auch Menschen gibt, denen er nicht hundertprozentig vertrauen kann. Und es gibt halt viele zwielichtige Gestalten da wohl auch, die auch teilweise, ja, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, am Hofe ein- und ausgehen. Und ja, er möchte nicht, dass diese Gestalten in die Nähe seiner Sammlung kommen. Und deshalb hat er beschlossen, diese Sammlung in sein neues, in sein, ja, Urlaubsdomizil, sozusagen in sein fernabgelegenes Domizil, weit ab von den großen Städten Emeraldiens, zu verlegen. Und das ist genau hier, Ava Aquatica. Ist natürlich streng geheim, das heißt, ihr dürft das keinem weitererzählen. Euch kann ich das ja erzählen, ne? Ihr erzählt es nicht weiter. ja, und deshalb wird diese Sammlung jetzt hier nach Ava Aquatica verlegt, inoffiziell. Das heißt, dieser Turm wird inoffiziell diese Sammlung beherbergen. So ist es. Diese Sammlung ist auch schon hier, aber versteckt. Ja, ja. Die wurde versteckt von meinem Bruder. Und er wird mir auch noch mitteilen, wo diese Sammlung ist, sobald die Geheimhaltung sicher ist und sobald wir den Turm fertiggestellt haben, können wir dann auch die Sammlung reinbringen. Das heißt, wir bauen hier einen Turm, in den eine Sammlung reinkommt, wo ihr und ich, ich schon, aber ihr, nee, ich auch nicht, Quatsch, wo mein Bruder weiß, was da reinkommt. Wir wissen nur, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Nicht ganz ungefährlich, ja, ja. Aber eine einzigartige Sammlung, eine sehr wertvolle Sammlung, die dann da geheim untergebracht ist. So, jetzt sind wir hier fast durch mit den Lampen. Ja, das ist so ein bisschen Fleißarbeit auch hier, ne? Sowas zu bauen. Aber ich wollte gern überall diese Lampen haben und ich glaube, wir reichen genau hin, wa? So, da sind wir hier schon überall fertig mit den Deckeln, ja. Wenn wir hier jetzt noch alles perfekt haben. Ach so, es macht übrigens keinen Unterschied, ob ich die so oder so habe, ne? Das ist völlig Wumpe. Ich kann jetzt auch mal abwechselnd machen oder so, das ist egal. Ich könnte jetzt hier jeden zweiten, könnte ich jetzt, ne? Weil irgendwie ist es wohl unter diesen, als Halbblock zu dunkel. Ich habe das Ding auch schon mal oben drauf gesetzt, das bringt auch nichts. Bringt auch nichts wirklich. Die Lampen sind immer an, einfach wenn der Block drunter oder drüber ist. Ich denke mal, es liegt daran, dass es hier ein bisschen zu schattig ist, einfach. Und die Dinger dann halt immer eingeschaltet sind. Und aber auch, ist genau der Wert, dass es zu schattig und auch zu hell ist, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig, aber naja, gut. Ich mache mir wieder mehr Arbeit, als ich eigentlich müsste mit dem An- und Ausschalten hier. Das können wir mal wieder machen, wenn wir mal durchgehen. So, und jetzt wird es gerade dunkel und jetzt gehen wir mal in den Turm rein. Den Turm, da brauchen wir noch ein paar Sachen. Jetzt muss ich selber mal überlegen, ich habe hier oben angefangen mit dem Sandstein. Da habe ich auch noch welchen von. Habe ich nicht? Doch. Ich habe doch noch roten Sandstein irgendwo hier. Ich habe doch extra Sand aus dem Limbium geholt. Noch können wir nicht schlafen. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier auf jeden Fall erstmal glatten Sandstein von. So. Zack, glatten Sandstein. Und jetzt gehen wir pennen. Wir sind momentan alleine. Ist noch früh am Tag. Naja, so ist das. Ich werde übrigens auch nochmal so eine kleine Rundreise hier machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann als Extra-Folge mache. Könnt ihr mal schreiben, ob ich da eine Extra-Folge vormachen soll. Oder ein Extra-Video sogar. Aber momentan wird halt überall gebaut. Nur es gibt halt Leute, die jetzt gerade einsteigen. Die begrüße ich auch alle nochmal ganz herzlich. Es kann sein, dass wir den Eingang hier nochmal ein bisschen nach hinten verlegen müssen. Weil, ich sag euch mal warum. Ich möchte natürlich hier irgendwie auch einen Geheimeingang hinmachen. Das heißt, das soll nicht ganz so
Hier soll keine Tür rein, sondern wahrscheinlich kommt hier eine Mechanik rein, die dann das Ganze öffnet und verschließt. Wie machen wir das mal? Wie tarnen wir das mal am besten? Wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt hier auch zumachen, hier machen wir mal zu und hier machen wir mal auf. Ah, guck mal, da fängt die Treppe schon an, ne? Dann müsste es ja hier auf der anderen Seite dann sein. Müssten wir hier dann ja eher, wenn das Tier da reingeht, dann müsste es hier wahrscheinlich hier reingehen, ne? Ja, ich weiß, ihr wollt wissen, was da oben überhaupt los ist. So, hier die Mechanik rein. Oder vielleicht sogar noch einen rüber. Also im Grunde hier. So, und dann hier, dass sich das dann verschließt. Das heißt, es müssten Blöcke von unten nach oben gehen und von oben nach unten. Ja, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das genau machen. Es gibt ja diese typische Minecraft-Tür, diese Geheimtür, die sich dann so aufschiebt. Warte mal, dann wäre es so. Dann könnte man immer noch nicht rein. Ah, da muss ich mir nochmal genau Gedanken machen. Okay, wir gehen mal in den Turm rein. Der kann von beiden Seiten ja begangen werden. Einmal von hier, einmal von hier. Das ist total richtig. Und von hier, ne? Ist auf beiden Seiten im Grunde gleich. Man kommt dann hier rein. Und jetzt seht ihr, hier sind Treppen entstanden. Und jetzt weiß ich auch, was ich mitnehmen wollte. Treppenstufen. Aber Gott sei Dank haben wir ein bisschen Holz dabei. Da können wir uns eigentlich Treppenstufen rausbauen. Mein Bett habe ich mal hier untergeschoben. Damit das nicht gleich so offensichtlich jeder sieht. Und dass es nicht im Weg rumsteht. Fängt es jetzt an zu regnen? Kann ich jetzt pennen? Ja. Es ist Gewitter. Verdammt. Also, Freunde, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Wir haben ja hier die Aufstiege, ne? Das heißt, ich würde, ja, hier in der Mitte, das können wir einmal so lassen. Wir haben hier den ersten Aufstieg. Das heißt, wenn man hier reinkommt, kann man hier hochgehen. Und dann hat man hier so kleine Vitrinen. Tatsächlich. Und der Witz ist, wenn da Glowstone hinter ist, kann ich da auch Glas vorsetzen und kann auch noch ein Item reinpacken. Das heißt, ich kann mir richtige Vitrinen basteln. Die kommen hier ganz hoch. Die Vitrinen. Ne? Ganz hoch kommen hier die Vitrinen hin. Und auch alle mit Beleuchtung. Beleuchtung habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen. Ach ja, wir sind so schlau. Und auf der anderen Seite habe ich diesen Weg noch nicht ganz fertig gemacht. Da können wir aber noch ein bisschen dran arbeiten. Kommen natürlich auch diese Vitrinen hin, ne? Das heißt, hier müsste ich sogar noch ein bisschen den machen. Denn wir müssen hier ganz hoch, müssen diese durchgehenden Streifen sein. Das ist mir auch wichtig. So. In der Mitte kommt vielleicht dann auch noch was hin und da kommen dann vielleicht die Magma-Blöcke zum Einsatz. Oder wir machen dann hier in der Mitte ein Aquarium hin. Das kann auch sein. Mit so aufsteigenden Blubberblasen. Na, können wir uns mal, aber das ist ja erst in der nächsten Version dann möglich. Ja, ja, so ist das. So, hier kommen jetzt überall die raus. Hier kommen immer zwei raus, ne, damit wir überall diese Vitrinen haben. Die dann hinten, weil ja unsere Wand doppelt ist, können wir das Ganze ja mit Glowstone versehen, ne? Das ist das Gute. Können wir überall Glowstone reinmachen hinter, damit wir dann beleuchtete Vitrinen haben. Und so wird das hier auch geschehen. Das heißt, nein, der untere Block, ja doch, der untere Block wird immer ein Eichenholzblock. Jeder zweite, ne, wird immer Eichenholz. So, hier kommt auch Eichenholz hin. Und dann lassen wir es hier offen. So und so. Ja. Genau. Hier ist dann die Vitrine. Hier kommt dann ein Schild runter, was in dieser Vitrine drin ist. Was ich ja selber noch nicht weiß. Das weiß ja nur mein Bruder. Und der will es mir noch nicht verraten. Warum auch immer. So, hier kommt dann die nächste Vitrine hin. Und das Schöne ist, die Treppen, die schlingeln sich so untereinander hoch. Schlingeln. Schlängeln wollte ich eigentlich sagen. Die schlängeln sich untereinander hoch. Und dadurch kommen wir immer ein Stück höher, bleiben aber im gleichen Abstand. Und das war jetzt total falsch. Und die holen wir uns auch wieder. Autsch. Jetzt bin ich auf der anderen Treppe, ne? Jetzt bin ich auf der anderen Treppe. Ist auch witzig. Kann ich jetzt auch zu der Treppe rüber? Ja, aber es tut ein bisschen weh. Also von Treppe zu Treppe pendeln sollte man nicht. Man könnte hier vielleicht so Übergänge noch hinmachen. Das ist auch ganz interessant. Ja, wir haben 1000 Möglichkeiten, Freunde. So ist das. Ne, hier ist dann der nächste Level sozusagen. Und hier wäre dann die nächste Stufe. Dann haben wir hier ja wieder die Möglichkeit, hier eine Vitrine hinzubauen. So, ne? Können wir auch gleich rauskloppen.
Und so geht das immer weiter. Bis nach oben. So, hier wieder das. Und hier ist wieder ein ganzer Block. Hier kann wieder eine Vitrine hin. Ja, und hier werden die Sachen untergebracht. Moment, den müsste ich jetzt weghauen können, genau. Ohne dass, ja. Ohne dass jetzt hier irgendwie eine Öffnung entsteht. Kleiner Huster schneide ich hinterher raus. Dazu später mehr. Sehr viel später. Okay. Snup. Ja, die nächste Stufe. Wieder die nächste Stufe. Und wieder die nächste Vitrine. Das mit dem Beschriften wird auch noch ein bisschen dauern natürlich dann. Dafür habe ich halt dieses Schild außen, dieses Gelbe, ein bisschen erweitert. Damit das auch komplett abdeckt hier. Jetzt gehen wir wieder auf die Halbstufe. Hell genug ist es dann auch überall. Dadurch, dass wir hier überall Glowstone unterbringen. Hoffe ich zumindest, dass es ausreicht. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen mit Fackeln arbeiten. Und hier dann, ne? Hier sind wir jetzt immer noch unterhalb der anderen Treppe. Ist also sozusagen eine Doppeltreppe. Habe ich in der Form, glaube ich, so auch noch nicht gebaut. Ist aber eine ganz coole Lösung, um zwei Treppen nach oben zu führen. Moment, so und so, genau. Alles rausnehmen, das ist alles Verschwendung. Durch das ganze Rumexperimentieren hier mit den einzelnen, mit den einzelnen Varianten des Turmes, habe ich natürlich auch einiges gebaut, was eigentlich hätte gar nicht sein müssen. Zum Beispiel hier, dass diese Wand doppelt verkleidet ist, ne? Tada! So, sehr viel höher können wir jetzt nicht mehr. Sozusagen jetzt die letzte Etage. Und es geht sich echt aus. Wir kommen hier echt super rum. Wir können also beide Treppen einzeln nach oben führen. Dann zum Aussichtspunkt. Tantam. Und jetzt können wir hier das auch noch rauskloppen. Ohne das... Oh doch. Ah, okay. Das hieße. Okay. Wir müssen da draußen noch was machen. Oder lassen wir das hier so? Nee. Okay, wir gehen hier... Ist die jetzt ein höher dadurch? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö, eigentlich ist sie genau wie die anderen Vitrinen. Und da drüben ist das aber... eigenartig. Muss ich gleich nochmal gucken. Gehen wir gleich nochmal gucken, was das für einen Grund hat, dass man hier jetzt durchgucken kann. So, hier ist ein Ende mit Vitrinen. Ich hoffe, wir haben dann genug... Da müssen wir mal durchzählen, ob wir hier genug Exponate unterbringen können. Und hier kommen wir nämlich dann genau hier raus. So, Moment, stopp, das war falsch. Hier haben wir wieder ein Doppelteil. So. Oh ja, und im Grunde kommen wir dann hier raus. Hier kommen wir raus. Hier ist ein Ende. Auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Da hatte ich jetzt nur keine Stufe mehr. Deshalb habe ich hier keine mehr gesetzt. Das heißt, wir kommen hier aus den Türmen raus. Zack. Hier türmen wir aus den Türmen. Und dann können wir nämlich sagen, wir machen hier jetzt den Fußboden dann rein, ne? Also sozusagen die Decke. Erstmal. Die können wir ja komplett so durchziehen. Ah, gut, da können wir da kein Schild hinsetzen. Oder? Nee, da kriegst du kein Schild unter, ne? Weil das... nee, das geht nicht. Ne, geht nicht. Sonst müssten wir den Boden noch einen höher machen. Ist aber auch kein Problem. Ich habe ja hier die Steine mitgenommen, ne? Okay, das reiße ich erst nochmal weg. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal anders machen. Sagen bestimmte Völkergruppen aus den Bergen. Anders da. So, das lassen wir. Und hier würden wir dann ein höher rauskommen wahrscheinlich. Gut. Ich mache jetzt mal hier. Das würde ich jetzt schon mal so rumziehen. So, so und so. Damit wir hier so ein Angleich haben. Eine Angleichung. Oder... Oh, da sind mal jetzt welche runtergefallen. Ah, guck mal, hier ist der Fehler, glaube ich auch. Wir müssen ein höher mit dem Ganzen. Ich habe jetzt aber kein gelbes Krams dabei. Das ist ja doof. Okay, also würden wir nur hier außen erstmal den Kranz ziehen. Das haben wir hier schon gemacht. Ein breiter können wir es ja noch machen. So. Hier dann auch zwei, hatte ich gesagt, ne? So. Ja,
Ja gut, die Spitzhacke hat jetzt ein bisschen viel Power. Deshalb geht das hier so kreuz und quer gerade. So, das ist gar nicht schlecht so. Hier wäre dann halt so ein Pfeiler des Turmes sozusagen. Und hier müssen wir das wahrscheinlich noch einen breiter ziehen. Wir gucken gleich nochmal von unten. Die Folge ist nämlich auch gerade, sehe ich, schon wieder rum. Ne? So schnell geht das. So schnell kann es gehen. So, und da oben habe ich dann eh noch was Besonderes vor. Naja. So. Es soll ja ein Aussichtsturm werden auch, ne? Das heißt, ich müsste hier eigentlich das doch durchziehen hier. So. So, und dann müssen wir das hier sowieso noch ein bisschen höher ziehen. Ja, müssen wir, Freunde. So, jetzt gucken wir mal von unten, wie das aussieht, was wir uns da jetzt zurechtgebaut haben. Also hier ist klar, ne? Überall Glowstone rein, das machen wir gleich in der nächsten Folge. Und dann hier Stufen aufsammeln, machen wir jetzt sofort. Und hier kann man dann raus. Hier den geheimen Ausgang müssen wir noch machen. Aus- bzw. Eingang. Aber das dann in der nächsten Folge. Jetzt gucken wir erst nochmal. Ja, das ist ungefähr so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Da geht der Turm dann weiter. Okay, Freunde. Dann sage ich jetzt mal von dieser Stelle. Liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt auch tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa Zeron.